Grüß Gott, liebe Zuschauer. Wenn Sie in den Bergen unterwegs waren, ist es Ihnen sicher auch schon oft mit Bedauern aufgefallen, der Kreis der Bergsteiger wird immer größer. Diese Tatsache veranlasst das Bayerische Fernsehen, für Sie eine Bergsteigersendung zu schaffen. Wir haben unserer Bergsteigersendung den Titel Bergauf, Bergab gegeben, weil damit eigentlich schon das Wesentliche über die von uns allen so geliebte Tätigkeit gesagt ist. Diese Bilder, die Sie sehen werden, sind alle hundertprozentig dokumentarisch. Wir haben nie etwas für diesen Film extra getan. Wenn Sie feststellen werden, dass Bild und Ton an manchen Stellen nicht so genau zusammenpassen, nicht synchron sind, dann kommt das ganz einfach daher, dass es unmöglich ist, drei Dinge gleichzeitig zu tun. Zu filmen, den Ton aufzunehmen und sich natürlich festzuhalten. Uns Bergsteigern geht es um den Spaß im Gebirg. Es gibt einen schönen uralten Spruch, der lautet: Viele Wege führen zu Gott, einer davon führt über die Berge. Versucht man, die Wege zu zählen, die Hermann Magra in den Bergen zurückgelegt hat, muss es zwangsläufig zu der einen oder anderen Gottesbegegnung gekommen sein. Hermann war der Gründer von Bergauf, Bergab und 23 Jahre lang das Gesicht unserer Sendung. Gut eineinhalb Autostunden von der bayerischen Hauptstadt entfernt, kurz vor Füssen, liegt Halblech. Was einen erwartet, ist zunächst eine 10 Kilometer lange, geteerte, aber für den Autoverkehr, Gott sei Dank, gesperrte Privatstraße. Der Gewitzte hat deshalb ein Klapprad zur Hand. Falls Sie keins besitzen, ich leihe Ihnen meins. Familie Magra auf dem Weg ins Gebirge. Schon in der ersten Sendung wurde klar, Bergauf, Bergab war für Hermann nicht nur Beruf, sondern verkörpert seine Haltung. Die Lust am Abenteuer. Hermann berichtete über das, was ihn persönlich bewegte und fand dabei seinen ganz eigenen Stil. Und dann die Aussicht. Für Sie haben wir den Nebel natürlich sofort entfernen lassen. Bevor er Bergauf, Bergab ins Leben rief, arbeitete Hermann zuerst als gelernter Kameramann und später als Sportreporter fürs bayerische Fernsehen. Ich habe als Sportreporter sehr, sehr viel arbeiten müssen und habe mir gedacht, eigentlich habe ich diese Leidenschaft Bergsteigen in mir und ich komme überhaupt nicht mehr zum Bergsteigen. Jetzt muss ich was erfinden, dass ich dienstlich zum Bergsteigen komme. Und das war vielleicht das Hauptmotiv. Aber um dann letztlich diese Idee ins Programm zu bringen, hast du dich eines kleinen Tricks bedient, den man ja heute verraten kann. Ja, natürlich. Sowas ist schwer. Also einen Etat, einen Sendeplatz zu bekommen, ist unheimlich schwer. Und ich habe irgendwann mal ganz frech gesagt, ich brauche jetzt eine Sendung, um eine Resonanz zu bekommen von außen. Und da habe ich 65 Minuten live gekriegt. Ich habe Reinhold Messner eingeladen, Günter Sturm vom Deutschen Alpenverein eingeladen und habe mit ihnen ausgemacht, wir reden darüber, dass Bergsteigen boomt. Und wenn wir darüber reden, dann stellt mir einer von euch die Frage, warum gibt es denn im Fernsehen keine Bergsteigersendung? Und genauso haben wir es dann gemacht. Der Plan ging also auf. Und Hermann Magra und Reinhold Messner trafen bald nicht mehr nur im Studio aufeinander. 1976 lud Messner den Moderator zu einer Erstbegehung ein. Nepalische Gebetsfahnen markieren das Zuhause des freischaffenden Bergsteigers Reinhold Messner. Ein nervenberuhigender Treffpunkt nach hektischen Bürotagen. Ich wollte diese Tour natürlich nicht ganz privat machen. Ich habe mir vorgenommen, für diese Sendung, für Sie, ein paar Filmaufzeichnungen zu machen. Und es kam, wie es kommen musste. Als unsere ganze Ausrüstung vor uns lag, stellten wir fest, das können wir zu zweit gar nicht alles tragen. Unser spezielles Handicap, Filmmaterial, Kamera, Ton- und Sprechfunkgerät mit Zubehör wiegen bereits 25 Kilo. Soldat, der Spitzenkletterer war in der Route, 3 Tage gebraucht hat. Ziel der Unternehmung, der Ortler. Keiner von uns war je vorher an der gewaltigen Westflanke des Ortler gewesen. Karte und Foto waren einzige Planungsgrundlage. In Profikreisen ignoriert man die triste, feuchte, kalte, jedenfalls total ungemütliche Atmosphäre am Einstieg. Ich versuche mich anzupassen. Klettern plus Filmen plus Tonaufnehmen lassen im Übrigen kaum Zeit für irgendwelche Bedenken. Die absolute Souveränität der Freunde
verleiht dieser an sich drohenden Umgebung einen zunehmend heiteren Charakter. Jetzt kommst du gut vorwärts, gell? Da kommt einer Störschlag immer so her. Ja, das ist einmal sicher. Was immer auf Kletter hast du noch, gell? Schaut's wild aus. Rasten, essen, trinken scheinen Fremdworte zu sein im Hochleistungsalpinismus. Das Bedürfnis, sicher, das heißt schnell, durchzukommen, überwiegt. Ein Biwak im Iglu scheitert am zu weichen Schnee. Vor den folgenden 15 Stunden wendet sich der Ortlergast mit Grausen. Eine widerwillig funktionierende Kamera registriert am nächsten Morgen Folgendes. Beißt euch raus, Freunde. Eingeschnitten hat es uns. Sind die Schuhe? Weiße Finsternis könnte man die Sichtverhältnisse dieses Morgens zutreffend nennen. Wer unter solchen Umständen am Ortlerplateau auf Anhieb den Gipfel finden will, braucht einen tierischen Orientierungssinn. Reinhold besitzt diesen Instinkt. Gegen Mittag sind wir oben. Hermanns Fähigkeit, nicht nur über solche Touren zu berichten, sondern sie mitzuerleben, öffneten ihm die Türen zur Bergsteigerelite und ermöglichten ihm Begegnungen auf Augenhöhe. So wie auch hier mit Heinz Mariacher und Luisa Iovane in den Dolomiten. Als Freundschaftstour suchen wir einen kurzen Anstiegsweg und drüber eine lange alpine Kletterei. Ausmaße und Steilheit dieser Wand flößen Respekt ein. Der Wetterbericht versprach heiter, warm, Durchzug leichter Wolkenfelder, ideales Bergwetter. Das Wetter selbst freilich zeigt sich weniger liebenswert. Heinz klettert ohne Seil und ohne Helm. Für Kletterartisten seines Kalibers mögen zwar andere Sicherheitsregeln gelten, aber ein fallender Stein zum Beispiel wird den Kopf eines Jupiter wohl kaum von dem eines Ochsen unterscheiden können. Unser eigenwilliger Freund spielt die Rolle des schlechten Beispiels momentan jedenfalls überzeugend. Luisa, wie geht's dir hier in dieser Alpintour? Ja, ich muss zugeben, dass ich mich jetzt ein bisschen unwohl fühle. Jetzt muss man da klettern in diesem nassen Gelände. Aber man weiß da, man kann nicht von dieser Wand entfliehen. Man kann nicht einfach sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt möchte ich nach Hause gehen. Weil es dauert eben eine Zeit lang auch das Hinuntergehen und so. Auch eine Wetterverschlechterung kann unser Filmarbeitsklima nicht trüben. Über einem 400 Meter Abgrund turnt Thomas, der Tonmann, zum Drehort. Sepp, Herbert und Thomas, Fuzzi genannt, tragen die Hauptlast bei der schaurigen Arbeit. Der Berichterstatter trägt die Hauptschuld. Hier wird sie ihm abgewaschen. Verbundenheit ist mehr als eine Seilschaft. So hat Hermann das Verhältnis zu seinem Filmteam einmal charakterisiert. Das ist kein Wasserfall. Und dieses Miteinander führte er dem Zuschauer auch immer wieder vor Augen. Am großen Schuttband des Sasso Bordoi beenden wir das abenteuerliche Kletterspiel. Tageszeit, Wetterentwicklung und die Kälte lassen den Entschluss einstimmig ausfallen. Ich wollte den Nikolaustag wieder gehen, das ist ein Hund. Ja, mein Gott. Dankeschön, Heinz, für die Tage mit euch. Obwohl du nicht gerne redest, schon gar nicht vor der Kamera, trotzdem noch ein Fazit. Was ist Sportklettern für euch und was Alpinismus? Alpinismus, für meine Definition, ist, dass es schön ist, wenn es vorbei ist. Also, ja, das sind die Erfahrungen, die ich früher gehabt habe mit Alpinismus. Ich weiß nicht warum, aber das Bergsteigen hat immer noch einen gefährlichen, dramatischen, ja, heroischen Ruf.
Wir bemühen uns seit 20 Jahren, den Spaß im Gebirge zu betonen. Wir haben ihn zu unserem Motto gemacht. Und diesen Spaß spürte man in Hermanns Filmen. Wir haben den lauen, grauen, glanzlosen Winter der peruanischen Pazifikküste nur wenige Kilometer hinter uns gelassen. Wie ein Bilderbuch öffnen sich die Anden. Der Häuptling der Gruppe heißt Sigi Eberli. Er kommt aus Tirol. Beruf Lehrer, Berufung Bergführer. Prädikat menschlich wertvoll. Große Erfahrung und Nervenstärke zeichnen ihn aus. Hermann Magerer hatte ein waches Auge für seine Umgebung und seine Mitmenschen. Und auch den Mut, das auszusprechen, was er beobachtet hat. Anne Seeger und Sigrid Hoss sind im Schwarzwald daheim. Sie arbeiten im selben Krankenhaus. Liebenswertere und hilfsbereitere Trekkingpartner gibt es nicht. Dr. Alexander Baron von Wandau aus Wien, 70 Jahre alt, kauzig, eigensinnig, wissensdurstig. Zähigkeit des Körpers wie Kapazität des Geistes höchst bewundernswert. Ilse Sattloff aus Siegen in Westfalen, Lehrerin und Laienschauspielerin. Sportlich, konditionsstark, besondere Kennzeichen, Nervensäge. Kameramann Peter Stückel, eine Rarität seiner Zunft. Können, Kondition, Begeisterungsfähigkeit, bei ihm stimmt alles. Drei Tagesmärsche hinterm Kornfeld von Chiquian steht zum Einschüchtern majestätisch der Yerupacha, Mittelpunkt unseres Kreises um die Cordillera Waiwasch und der höchste ihrer Gipfel. Lagerplätze von kaum überbietbarer Großartigkeit markieren unseren Weg. Den Weg einer Katze um den zu heißen Brei, so empfinden es die Gipfelgierigen unter uns. Den Indios muss unser rastloses Tun und Streben oft sinnlos erscheinen. In der Kunst, einfach nichts zu tun, sind sie Meister. Ja, guten Morgen. Ein Bericht über eine Trekkingtour wäre natürlich unvollkommen und zudem ausgesprochen unehrlich, wenn man nicht auch auf die weniger großartigen Augenblicke einginge. Wir sind hier fast 4.500 Meter hoch. Es ist empfindlich kalt. Die Nacht dauert 12 Stunden. Kein Mensch will sich um diese frühe Morgenstunde waschen, sich die Zähne putzen oder gar rasieren. Unser Führer, der Sigi Eberli, ein expeditionserfahrener Tiroler, der hat ein herrliches Schlagwort geprägt. Er sagt immer, wir sollen die Entbehrungen genießen. Und das tun wir seit ein paar Tagen in vollen Zügen, denn das Wetter will sich einfach nicht erholen. Wir warten sehnsüchtig auf die wärmende Sonne. Solche Dokumentationen, exponiert in wildem Gelände, waren neu in der Fernsehlandschaft. Hermann formte das junge Genre beherzt und meinungsstark und legte ihm Werte zugrunde, die wir bis heute als Wegweiser für unsere Sendung betrachten. Ja, wir stehen hier auf dem Gipfel des Yerishanka-Chico. Da drüben gibt es noch einen gleichnamigen Gipfel. Der Peter Stückel und ich. Moment, Peter, ich schaue mal auf den Höhenmesser. Der Höhenmesser zeigt genau, ja, 5.380 Meter. Die Obacht, geht da nicht so weit hinaus. Da ist eine Wächte. Ich würde sagen, dass das ein rassiger Gipfel in der Waiwasch ist. Obacht, da ist Mikro und der Eispickel. Das aber vielleicht nicht so sehr geeignet ist für ausgesprochene Trekking-Wanderer. Er ist objektiv ziemlich gefährlich gewesen, weil man da unterhalb von Eiszapfen und Schneewächten klettert im mittelschweren Gelände. Und da hat man dann natürlich immer ein mulmiges Gefühl, besonders wenn die Sonne kommt, dass was herunterfallen könnte. Also sicherer ist es jedenfalls, vorbeizuwandern an diesen großartigen Gipfeln. Noch was. Es gibt doch im Fernsehen immer diese Telewinker. Lassen Sie mich das auch einmal machen, ich sitze ja an der Quelle. Hallo Sepp, ich wünsche dir eine gute Liegekondition. Gemeint ist unser Kameramann Sepp Wörmann, der im Krankenhaus liegt und vor ein paar Tagen operiert wurde, weil er sich bei Filmaufnahmen das Kreuzband abgerissen hat.
Wenn der Herr Doktor auch zuhört, der Bursch muss 150-prozentig wieder repariert werden, schon wegen der Zuschauer, die auf seine Bilder warten. Heute zählt das Yosemite Valley jährlich 3 Millionen Besucher. Zum größten Teil völlig normale Touristen. Zu einem kleinen Teil gänzlich unnormale Extremkletterer aus aller Welt. Man trifft sich im berühmt-berüchtigten Camp 4. Wer eine euphorisch-fröhliche Himmelsstürmer-Atmosphäre erwartet, wird enttäuscht. Stimmungen zwischen Angst und Resignation auf der Suche nach dem Sinn des Lebens hängen in der Luft. Und die Lebensmittel dazu, damit sie nachts nicht von den Braunbären gefressen werden. Hey, guy. My name is Norman. What's your name? Reinhard. Reinhard, tell us anything about your climbing life in Yosemite. Ich bin Deutscher. Ja, liebe Zuschauer, Sie kennen ihn vielleicht, das ist der Reinhard Karl aus Heidelberg. Wir haben ihn hier ja, fast zufällig getroffen. Bekannt ist er als der erste Deutsche auf dem Mount Everest. Erzähl uns ein bisschen was, warum bist du da? Ich war vorher auf einer Expedition und am Nanga Parbat, Eis und Schnee. 6 Wochen. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe so die Nase voll vom Rucksack tragen. Mhm. Und ich möchte jetzt hier klettern im Paradies, schönste Klettergebiet, was es gibt. Und 4 Wochen lang glücklich sein. Ja. Kannst du das glücklich sein in der Umgebung? Oder hängt dir das manchmal zum Hals raus? Ja, das Camp an sich ist ein bisschen ungemütlich. Ja. Ich lebe hier halt 4 Wochen. Die meiste Zeit gehe ich klettern. Abends lege ich mich in mein sargähnliches kleines Zelt. Und man lebt praktisch mehr draußen. Die Tour heißt Midnight Lightning, ist ein B2-Problem. Das heißt, das ist etwa Schwierigkeitsgrad 10 oder 11 nach der Alpenskala. Und der John Baker ist der Einzige auf der ganzen Welt, der das Problem klettern kann. Jetzt kommt der Nächste zu, eine ganz kleine Leiste. Und jetzt muss man den Fuß auf ein unheimlich kleines Trittchen setzen. Jetzt kommt der nächste Griff, das ist schon ein halb dynamischer Move, das zu halten. Und sauber fixieren, wechseln, Handwechsel. Und jetzt, wenn man das sieht, was er da, wo er jetzt da dran hängt, das ist einfach, das ist jetzt die Schlüsselstelle, in dieser Position zu halten und rauf zu gehen. Jetzt kommt so ein Mäntelproblem und jetzt hat er es geschafft. Toll, 5 Meter, unmöglich. Gut. Nur er, John Martin Baker, der Dritte. Mit diesem Namenszug quittiert der Profi $100, die wir für seine Vorführung bezahlen. Als freundliche Zugabe gratis, sein Saxophonspiel und das treffende Zitat: Ich muss den Gorilla spazieren führen, der in mir wohnt. Es ist eine Frage der Betonung. Naufsteigen und runterfliegen ist ein Albtraum für Bergsteiger. Aber naufsteigen und runterfliegen, das ist ein Wunschtraum. Also hinein ins Vergnügen. Die Anfänge eines neuen Bergab. Als einer der ersten in Deutschland machte Hermann die Gleitschirmprüfung. Jawohl, und weiterlaufen. Ich führe mich eher unter Lasten jetzt ein bisschen. Jawohl, ganz gut. Ah, nochmal hingegangen am Vordergrund. Jawohl, ganz gut. Jetzt simulierst du die Landung. Sehr gut, einer. Ja, ganz gut. Im Übrigen bestimmt der Wind über uns. Über Spaß oder Angst, Übermut oder Vernunft, über das Nein, das Vielleicht und das Ja. Im Fliegen entdeckte er eine neue Leidenschaft, die seinen strapazierten Knien genauso wie seiner Abenteuerlust gerade recht kam und die er auch privat auslebte. Gemeinsam mit seiner Frau Helga.
Aber nicht alles in der Bergsteigerei ist so leicht und schwerelos. Wenn er etwas zu kritisieren hatte, scheute Hermann sich nicht, den Finger direkt in die Wunde zu legen. Das viele Eisen in der Nordwand, ja, das schaut sich so an, als wenn's die Tragseile von der abgelehnten Alpspitzgondelbahn. Ja, der Was soll geschützt werden? Das Lebensgebiet der Gämsen und die Raufußhühner. Ja, beunruhigen wir als Skitourengeher diese Tiere wirklich so tödlich? Und wir können es einfach nicht glauben, dass wir mit unseren Skikanten so sehr den Jungwald und die Latschen beschädigen. Und wenn man uns vielleicht mal so eine Stelle zeigen würde und wenn man sie dann in Beziehung setzt zu dem Schaden, der angerichtet wird, wenn nur eine einzige kleine Almstraße gebaut wird. Ja, ist es denn nicht eine übertriebene Liebe zum Detail, wenn wir uns um den Pulsschlag der Schneehühner kümmern und der Wald stirbt großflächig und das Wasser verdirbt und man erzählt uns, dass wir zusammen mit Österreich zu den weitaus verstrahltesten Gebieten gehören und man spielt immer noch mit der Atomkraft. Ja, kann man denn da nicht ins Grübeln geraten? Bei Tagesanbruch sind wir 6000 Meter hoch und seit über 6 Stunden ohne Pause unterwegs. Ich bewege mich unendlich langsam. Wegen der Sauerstoffnot, weil ich müde bin, weil ich so dick bekleidet bin, weil es so kalt ist. Um warm zu werden, müsste ich mich schneller bewegen. Aber ich bin in Sauerstoffnot und zu müde und zu dick bekleidet. Die ersten 5 Schritte nach jeder Atempause fallen erstaunlich leicht. Die nächsten 10 werden zunehmend anstrengend. Die letzten 5 scheinen schier unmöglich. Ich mag den, der vor mir leidet oder hinter mir. Es tröstet mich, dass er es tut. Meine Gedanken haben einen sehr engen Aktionsradius. Sie hocken in mir. Erst wenn ich wieder stehen bleibe, schwärmen sie aus. Man braucht sich in unserer Zeit nichts darauf einzubilden, den Chimborazo bestiegen zu haben. Aber man darf sich freuen. Auf seinen Touren nahm Hermann jedes Mal Bergführer aus der Gegend mit. Hier den befreundeten Extrembergsteiger Michel Dacher. Ich werde immer, ich werde noch eher schlechter. Ja, da werde ich noch schwerer. Ja, verrückt. Eventuell hier ansässige Lawinen kennt der Michel seit vielen Jahren persönlich. Man respektiert sich gegenseitig sehr. Trotzdem bleibt mir heute ein Gefühl wie Aug in Aug mit einer scharfen Docke, wenn der Besitzer sagt, die ist brav, dir tut's nix. Pfui, Hektor. Am Gipfelgrat weit vor uns 2 Alpinfiguren. Die Tatsache, dass sie heute unterwegs sind, ihre Spuranlage und ihre Schnelligkeit weisen sie als Zunftangehörige aus. Wie sich dann zeigt, handelt es sich weniger um Vorläufer als vielmehr um Nachfahren. Sie gehören der nächsten Bergsteigergeneration an und könnten leicht unsere Söhne sein. Was heißt könnten? Einer ist meiner. Wir hatten uns nicht verabredet.
Es ist kein Kunststück, ein guter junger Bergsteiger zu sein. Wichtiger ist, dass wir uns alle bemühen, gute alte Bergsteiger zu werden. Diesen Vorsatz hat Hermann Magerer eingelöst. Also da wird der Mensch einfach kindisch. Hat doch ein ganz schönes Gewicht. Der Winter, der so auf einmal kommt wie das Ende vom Jahr und das Ende überhaupt. Es tut gut, einen Jahres- und einen Lebensablauf miteinander zu vergleichen. Kein Mensch hat dann mehr Schiss vor dem Sterben, wenn sich der Winter so friedlich anlässt und wenn unweigerlich ein anderer Frühling nachkommt. Die Fülle eines Lebens lässt sich an der Anzahl der miterlebten Sonnenaufgänge bemessen, hat Hermann einmal gesagt. Wir sind überzeugt, dass er ein sehr reiches Leben hatte, beruflich und privat.